Und was ist jetzt mit dem Auto? Das ist jetzt erstmal in der Werkstatt. Ach, hallo, da seid ihr ja. Papa hatte einen Unfall mit dem Auto. Wollt ihr wissen, was passiert ist? Dann bleibt dran. Ach, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das solltet ihr nicht vergessen, denn wir haben die schönen Geschichten für Große und Kleine. Also, bis gleich. Spielst du mit mir Autos? Ich kann jetzt nicht, Julius. Anne kommt gleich zu Besuch. Da, das wird sie sein. Gemein. Das ist so toll, dass du da bist, Anne. Ich muss dir so viel erzählen. Ich freue mich auch sehr. Du sag mal, geht ihr am Sonntag auch zur Eröffnung der Eislaufbahn im Kurpark? Weiß ich gar nicht. Mama, gehen wir am Sonntag dahin? Ach, ist es schon wieder so weit, dass das eröffnet wird? Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Aber am Sonntag können wir leider nicht. Da wollten wir doch zu Oma und Opa fahren. Ach ja, stimmt ja, schade. Dann müsst ihr aber vorsichtig fahren. Mein Papa hat gesagt, am Sonntag soll es Glatteis geben. Ah, ich kann die Spur nicht mehr halten. Es ist so glatt. Oh, fast einen Unfall gebaut. Julius, was spielst du denn da? Na, ich spiele Glatteis. Glatteis? Da war doch noch was. Ah, Winterreifen. Bernd? Was meinst du damit, wir müssen mal die Winterreifen aufziehen lassen? Es ist doch noch nicht Weihnachten. Bernd, das war letztes Jahr wirklich sehr spät. Und wir mussten auch vorher gar nicht Auto fahren. Aber am Sonntag wollen wir doch zu Oma und Opa fahren, da brauchen wir Winterreifen. Es soll sogar Glatteis geben. Ach, Annette, du machst dir immer so viele Sorgen. Aber na gut, vielleicht rufe ich morgen mal in der Werkstatt an und mache einen Termin für die nächste Woche aus. Nein, nicht morgen vielleicht und für nächste Woche. Bitte ruf da heute noch an und mach den Termin für morgen aus. Ja, ja, ist ja gut. Die Winterreifen sind hinten im Kofferraum. Ja, ja, alles okay. Der Kalle macht das schon. Wann soll ich den Wagen denn abholen? Heute Abend? Was? Nee, wenn Sie wollen, können Sie hier warten. Der Kalle macht das jetzt direkt. Kommen Sie rein in den Verkaufsraum der Tankstelle. Da ist es warm. Da können Sie warten und was futtern können Sie auch. Was futtern? Hm, das klingt ja gut. Sagen Sie mal, Sie haben nicht zufällig gebratene Hähnchen, oder? Ha, na, da haben Sie aber Glück. Ein paar Hähnchen haben wir tatsächlich noch da. Also wissen Sie was? Der Kalle, der kann sich ruhig ganz viel Zeit lassen. Wo bleibst du denn? Ich kann nichts dafür, dass es so lange gedauert hat. Also, Kalle hat so lange gebraucht. Können Sie jetzt endlich den Wagen wegfahren? Ich war doch schon vor einer halben Stunde hier. Moment, ich muss nur noch mein drittes Hähnchen verputzen. Annette, ich tanke jetzt noch voll, dann komme ich nach Hause. Also bis gleich. Anne, willst du mit mir Auto spielen? Ja, na klar, warum nicht? Echt, du willst Auto spielen? Natürlich, das macht doch Spaß. Was wollen wir spielen? Unfall. Au ja, Unfall ist gut. Na klar, Unfall wegen Glatteis. Achtung, das Auto hier rutscht. Ah, das Auto rutscht in das andere Auto rein. Was spielt ihr denn hier? Na, Unfall. Weil der andere nur Sommerreifen drauf hatte. Apropos Sommerreifen, wo bleibt eigentlich Papa? Puh, endlich geschafft. Vielleicht war das doch ein bisschen zu viel. Das dritte Hähnchen hätte ich mir sparen sollen. Jetzt kneift's mich so ein bisschen im Bauch. Was ist das denn jetzt? Aua, mein Rücken.
wo bleibt eigentlich Papa? Der muss doch Anne nach Hause fahren. Aber nur, wenn er Winterreifen hat. Sonst ist das zu gefährlich. Ich weiß es ja auch nicht. Er sollte schon längst hier sein. Ich versuche mal, ihn anzurufen. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie verletzt? Brauchen Sie einen Krankenwagen? Nein, nein, mir geht es gut. Aber was ist eigentlich genau passiert? Ich weiß noch, dass ich im Auto saß und plötzlich lag ich auf der Seite. Wir übernehmen ab hier. Können Sie sich wirklich nicht erinnern? Wissen Sie denn überhaupt noch, wie Sie heißen und wer Sie sind? Ja, ja, alles gut. Es ging nur alles sehr schnell. Und dann kippt das Auto auf die Seite. Und dann kommt der Krankenwagen, obwohl keiner verletzt ist. Ach, wann ruft Papa denn endlich zurück? Bernd, na endlich, wo bleibst du denn? Nein, nein, alles okay bei mir. Die Winterreifen sind drauf. Allerdings ist der Außenspiegel abgebrochen. Was? Wieso das denn? Halb so wild, es ist nur ein Außenspiegel. Und wieso? Na, weil das Auto drauf liegt. Was? Bernd, was ist da los? Keine Sorge, mir ist nichts passiert. Aber das Auto, tja. Krass, können wir uns das Auto mal ansehen? Das ist echt abgeschleppt worden. Wie sieht denn sowas aus? Also, wir schleppen das jetzt zur nächsten Werkstatt. Ist das die Werkstatt da hinten neben der Tankstelle? Ja, die ist am nächsten dran. Perfekt. Und du bist wirklich unverletzt? Liebe Güte, wir kommen sofort und holen dich ab. Ach, weißt du, Annette, ihr könnt euch ruhig Zeit lassen. Aber Bernd, nein, du hattest einen Unfall. Wir wollen sofort zu dir kommen und uns davon überzeugen, dass dir wirklich nichts passiert ist. Ja, das könnt ihr ja machen. Aber bei mir ist alles okay, Annette. Papa! Papa! Bernd! Hallo zusammen. Schön, euch zu sehen. Wir haben uns wirklich solche Sorgen um dich gemacht. Wieso? Ich sagte doch, mir geht es gut. Wisst ihr was? Hier gibt es Hähnchen. Ach, Bernd. Also wie lange wird das noch dauern? Das kommt darauf an, wann die Ersatzteile kommen. Vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche. Na danke, das ist jetzt keine genaue Vorhersage. Also wird das nichts bis Sonntag? Denn da wollten wir ja zu Oma und Opa fahren. Das kann ich nicht versprechen. Das ist so schade. Das hatten wir doch schon seit Monaten geplant. Weißt du was, Mama? Ist doch nicht schlimm. Dann kommen Oma und Opa halt zu uns. Ach, hallo. Da seid ihr ja noch. Jetzt hoffen wir natürlich, euch hat unser Video gefallen. Dann zeigt das doch bitte mit einem Daumen nach oben. Ihr wisst, dann freuen wir uns. Und vergesst auch nicht, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Denn wir haben die schönen Geschichten für Große und Kleine. Hier könnt ihr gleich noch weiter gucken. Dazu haben wir euch ein paar schöne Geschichten hier verlinkt. Also, bis dann.